So, im Studio haben wir heute Rechtsanwalt Wegel von der Kanzlei Bouchard & Hemmerich und wir haben heute das Thema des BGH zur Haftung der Notare bei der Nichteinhaltung der Regelfrist von 2 Wochen. Herr Wegel, es gibt ein neues Urteil vom BGH zu der Frist, der Regelfrist von 2 Wochen, die vielen Notaren, diese Mitternachtsnotare nicht einhalten. Was sagt das Urteil aus? Im Urteil ist nochmal ganz klar hervorgehoben worden, dass diese 2-Wochen-Frist eigentlich wirklich ernst gemeint ist vom Gesetzgeber, was viele Notare leider nicht so gesehen haben. Der Notar gibt da auch 2 Fallkonstellationen, denke ich mal, dass der Notar oder die Kunden beim Notar sagen, wir sind einverstanden, dass wir die 14-Tage-Frist nicht einhalten. Darf das der Kunde oder hat der BGH anders entschieden? Der BGH hat anders entschieden. Es ist oder wird nicht in das Obliegen der Parteien gestellt, ob das jetzt Verkäufer oder Käufer, sprich Kunde ist. Der Notar muss darüber belehren oder sich vergewissern, dass die 2 Wochen eingehalten sind. Jetzt haben wir auch die Konstellation, dass der Notar, wie unsere Mitternachtsnotare aus München das gemacht haben, reingeschrieben haben, dass der Kunde erklärt, dass er den Vertrag 14 Tage vorher erhalten hat. Aber die Zeugen sagen klipp und klar aus, sie haben den Vertrag nicht erhalten, sind dürfen vom Verkaufsgespräch zum Notar geschleppt worden. Wie kann man es nachweisen, dass das nicht stimmt? Einerseits über die Beweissituation, denn auch da ist es ja klar, wenn der Termin zum Beispiel vom Vermittler vereinbart wurde, dann besteht eben keine Gewissheit, ob die 14 Tage eingehalten wurden. Zweite Konstellation ist, dass gar kein Beratungsgespräch innerhalb von 14 Tagen stattgefunden hat, sprich die Frist rein logisch schon nicht eingehalten werden konnte. Und dritte Konstellation ist, dass eben in der Vereinbarung im notariellen Vertrag drinsteht, dass der Vertrag selbst zu im Entwurf vorgelegen hat, aber nur das Angebot eigentlich protokolliert wurde. Auch das ist ein Angriffspunkt. Jetzt haben wir sehr viele Leute, die beim gleichen Notar gewesen sind. Alle Leute sagen es gleich aus, es wäre doch ein Beweis auch vor Gericht, wenn man hier gegen Notar vorgehen würde. Mit Sicherheit. Je mehr Zeugen, desto glaubhafter wird die Sache. Sind es das Immobilienbesitz? Was bedeutet das, wenn ein Immobilienbesitzer eine Schrottimmobilie in Leipzig oder sonst wo gekauft hat, aufgrund dieser Entscheidung? Was kann er da rausholen? Es ist ja eigentlich vom Gesetzgeber nur eine sogenannte Ordnungsvorschrift, aber das führt auch dazu, wenn diese Fristen nicht eingehalten wurden, kann durchaus ein Vertrag rückabgewickelt werden und somit auch Schadenersatz in voller Höhe des Kaufpreises vom Notar verlangt werden. Das heißt, der Notar hat eine gute Versicherung, wie in den meisten Fällen ist, und da ist ein Geld zu holen und dürfte auch einfacher sein, vom Notar das Geld jetzt zu holen wie von der Bank. Es ist zwar nicht einfacher, weil erstmal alle anderen Wege geprüft werden müssen, wie Vermittlerhaftung, Bankenhaftung. Das kann man aber in der Regel gut nachweisen, dass dort nichts zu holen ist. Und Notare haben auf jeden Fall eine Haftpflichtversicherung, sodass natürlich die als Anspruchsgegner wesentlich attraktiver sind, wie jetzt Vermittler, die dann eben Insolvenz bereits angemeldet haben oder sonstiges. Genau. Da es hier in den gleichen Sachverhalt geht, könnte man auch theoretisch über Inkassobüro eine Sammelklage dann machen oder eine Klage führen und die Leute als Zeugen auftreten lassen. Die Zeugenstellung kann man auf jeden Fall produzieren, indem man einfach eben Zeugen benennt oder eben einfach eine Sammelklage oder eine Klage im Namen mehrerer Personen macht. Ja. Gibt es da Verjährungsfristen in dem Fall? Verjährung ist ein Vorteil für diese Fallkonstellation, weil man ja nachweisen kann, dass man vorher erst bei den anderen Anspruchsgegnern angefragt hat, nach Schadenersatz auch geltend gemacht hat und somit nicht per se die 3-jährige Verjährungsfrist das Problem ist, weil man ja erstmal nachweisen muss, dass eben vorher man aktiv war und dann läuft erst die Verjährung, wenn das abgelehnt wird. Jetzt haben wir das Problem bei der Rechtsschutzversicherung, dass die immer die Deckung so ablehnen, weil es die Immobilie ist und Kauf ist. Würde es hier der Rechtsschutz greifen? Es gibt Klauseln, die sogenannten Baurechts- oder Bauklauseln, die die Konstellation gegen Haftung der Banken oder Haftung der Vermittler ausschließen, sind schwierig angreifbar, aber in dieser Konstellation fällt dieser Sachverhalt nicht darunter, sodass gute Chancen bestehen, dass man eine Deckungszusage bekommt, sogar bekommen muss. Dann sollte jeder Kunde auf alle Fälle dem Anwalt die Rechtsschutzversicherung geben, damit die Anklage gemacht wird. Und wenn es mal einer keine hat, kann man auch hier einen Prozessfinanzierer heranziehen zu solchen Fällen? Wenn man einige Mandanten zusammen hat, ist eine Prozessfinanzierung auch über einen Prozessfinanzierer mit Sicherheit interessant, weil dann ja auch die Summe stimmt, bis zu dem das dann erledigt wird. Dann sollte man auf alle Fälle jetzt anfangen und nicht jahrelang warten und sich überlegen, was mache ich denn überhaupt? Jahrelang warten mit Sicherheit nicht, weil die Verjährung, die allgemeine, läuft immer, ob auch gegen den Notar oder die anderen. Man sollte, wenn man eine Schrottimmobilie hat und gekauft hat, auf jeden Fall anwaltliche Hilfe suchen. Wunderbar, danke fürs Gespräch.